Corona beschleunigt vor allen Dingen die Digitalisierung derzeit. Corona legt uns ja auf, dass wir versuchen, Kontakte zu vermeiden, aber gleichzeitig auch irgendwo arbeitsfähig bleiben wollen. Und das lässt sich glücklicherweise mit modernen virtuellen Verfahren, mit Videokonferenzen, im Homeoffice, mit Verzicht auf Bargeldzahlung, mit Telemedizin gut durchführen. Und genau das sind die Bereiche, die jetzt auch eine Dynamisierung oder einen Schub erfahren, zwangsweise zwar, aber durchaus produktiv. Ich glaube, sehr positiv, weil wir sozusagen durch den Covid-19-Erreger in ein großes Experiment hineingestoßen werden. Nolens, wohlens müssen wir jetzt Technologie austesten, uns damit beschäftigen. Und siehe da, wir finden heraus, dass in vielen Fällen diese Technologie nicht beißt, dass sie auch gar nicht so schwer zu bedienen ist und dass sie hohen Nutzen hat. Das ist jedenfalls eines der Ergebnisse, das wir am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation für den Fall des Homeoffice sehr nachdrücklich, überraschend nachdrücklich haben nachzeichnen können. Die größere Flexibilität, die ich persönlich durch Homeoffice erhalten habe, eine Reduktion von Stress, die Einsicht, dass ich mit deutlich weniger Reisen auskomme, dass die virtuellen Kontakte über Videokonferenzen häufig gute Substitute sind für persönliche Begegnungen. Keine perfekten, auf keinen Fall. Ich möchte auch um Gottes Willen die persönlichen Begegnungen nicht zu 100% missen. Aber ich denke, die Technologien sind inzwischen so ausgereift, dass wir tatsächlich auch auf Distanz sehr gut miteinander arbeiten können. Wir erleben jetzt gerade eine Digitalisierung, um die wir nicht gebeten hatten. Die ist über uns hereingebrochen. Ich sagte schon, ein großes Experiment. Es ist aber keineswegs sicher, dass all das, was an Positivem jetzt von uns entdeckt und neu erschlossen wird, auch nach der Krise Bestand hat. Wir müssen uns also schon Gedanken darüber machen, wie wir das, was wir gelernt haben, auch nachhaltig für uns aufbereiten und bewahren können.